An Silvester wird es normalerweise bunt und laut. Zu Neujahr steigen auch in Mecklenburg-Vorpommern Raketen in den Himmel. Doch dieses Jahr verabschieden wir 2020 leise und im engen Kreis. Vom 31. Dezember bis zum 1. Januar gilt bundesweit ein Versammlungsverbot. Zudem ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern vor Silvester untersagt. Wir haben Chris Müller von Ritsch-Rejkowski, den Ordnungssenator der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, zum Böllerverbot befragt. Also wir ringen ja schon die ganze Zeit mit uns, wie wir den 31.12. bewältigen können. Das hat nicht nur was mit Corona zu tun, sondern insgesamt ja eine veränderte Wahrnehmung. Macht das eigentlich noch Sinn, dass man für viele hundert Millionen Euro Silvesterfeuerwerke in die Luft jagt mit all den damit verbundenen Folgen? Monatelang wurden in der Rostocker Stadtverwaltung schon einige Bereiche geprüft, wie der Stadthafen, aber auch der Dünenbereich in Warnemünde. Besonders nach Silvester sind dort die Spuren der letzten Nacht zu sehen. Wir haben uns umgehört, wie die Bürger Rostocks zu diesem Böllerverbot stehen. Finde ich recht gut, da ich auch Teil der Grünen bin. Von daher finde ich es selber auch nicht sehr umweltfreundlich und auch nicht. Unterstütze es auch nicht unbedingt. Absolut richtig. Absolut richtig. Das kennen wir ja ganz gut, weil wir mit unserem Hund immer ganz gerne Silvester ohne Böller verbringen. In einem netten Ort in Lüneburg. Ich glaube, das sollte man jedem selbst überlassen. Tja, wir haben nie so gerne geböllert und es ist ja vielleicht ganz gut, wenn die Leute sich nicht so ausleben dann und mal ein bisschen ruhig sind. Ist dem Jahr vielleicht angemessen. Ja, das ist schon eine Einschränkung, denke ich mal, für viele Jugendliche. Aber wenn das jetzt ein Jahr nicht ist, dann ist es auch nicht schlimm. Für die Umwelt wäre es nicht schlecht, weil es ist zu viel schon in der Luft drin, das muss man nicht noch fördern. Viele Befragte waren sich einig, das Böllerverbot ist sinnvoll. Dieses Jahr können unter anderem auch Hundehalter aufatmen und entspannt mit ihren Tieren das neue Jahr willkommen heißen. Das Böllerverbot untersagt aber keine Feuerwerke auf privaten Grundstücken. Natürlich kann der Einzelne da vor sein Haus treten und knallen, wenn er dann noch Feuerwerkskörper hat. Es dürfen ja keine verkauft werden dieses Jahr. Aber unser Appell ist trotzdem, liebe Bürgerinnen und Bürger, unterlassen Sie das dieses Jahr. Einfach, dass wir keine Menschenansammlung haben, uns nicht weiter in Gefahr bringen und dass wir die Krankenhäuser und Notaufnahmen, die ohnehin extrem belastet sind, nicht noch am Silvesterabend mit denjenigen fluten, die sich durch Feuerwerkskörper da verletzt haben. Die kommen auch noch dazu. Also es dient auch darum, unser Gesundheitssystem zu schützen und unsere Krankenhäuser zu schützen. Schnellstmöglich will die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine Allgemeinverfügung für den 31. Dezember erlassen. Dort werden konkret in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Rostock die belebten Plätze definiert. So gut es möglich ist, sollen zentrale Plätze kontrolliert werden. Die Bürger und Bürgerinnen sollen aber selbst Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Der Appell geht an jeden Einzelnen im Land.